Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Himbeeren schmecken nicht nur gut, sie sind, so Kräuterpfarrer Weidinger, besonders gesund. Ja, sie sind geradezu eine Medizin. Nun, damit Himbeeren gut gedeihen, beanspruchen sie einen Boden, der etwas windgeschützt ist, aber sehr nahrhaft. Bedauerlicherweise vertreten viele Hobbygärtner die Auffassung, die Himbeeren beanspruchen einen sauren Boden. Und dies mit der Begründung, weil Himbeeren auch in freier Natur im Wald wachsen. Nun, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn Himbeeren im Wald wachsen, dann ist das für den Förster ein Indiz, dass dort der Boden besonders fruchtbar ist. Also, Himbeeren beanspruchen einen nahrhaften, gesunden, wasserdurchlässigen Boden. Und noch etwas. Es gibt Sorten, die tragen im Frühjahr. Und bei diesen Sorten sollte man die frischen Triebe stehen lassen und die alten abgeernteten abschneiden. Und es gibt Sorten, die erst ab August tragen, also die sogenannten späten Himbeeren. Und bei diesen Himbeersorten werden im Herbst alle Triebe zurückgeschnitten. Egal, für welche Sorte Sie sich auch immer entscheiden, auf Folgendes sollten Sie achten. Verwenden Sie bitte beim Setzen etwas Hornspäne. Hornspäne sind eine nachhaltige, gesunde, organische Düngung und versorgen die Pflanzen ausreichend mit den Nährstoffen Stickstoff, Phosphor und Kali und Spurenelemente. Und noch ein Trick. Spannen Sie doch über die Himbeeren so ein Gitter auf. Die Triebe wachsen zwischen das Gitter durch. Dadurch haben die Himbeeren eine stabile Haltung. Sie biegen sich nicht nach unten. Die Früchte sind immer sauber. Und ein ganz wichtiger Hinweis, Himbeeren müssen gut befestigt sein, weil wir wissen, dann sind die Erträge wesentlich besser. Also ich wiederhole, die richtige Sorte, nahrhafter, gesunder, wasserdurchlässiger Boden, eine Depotdüngung, am besten Sie verwenden beim Setzen Hornspäne und wichtig ist, stabilisieren Sie die Himbeeren mit einem Drahtgeflecht, das Sie ca. 60 cm über dem Boden aufspannen. Dann tragen die Himbeeren ganz besonders schöne, gute, wohlschmeckende Früchte und die Pflanzen sind absolut pflegeleicht.